Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cities Skylines. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Und wir waren dabei, wir hatten glaube ich in der letzten Folge, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach mal laufen. Ah ja, cool. Okay, läuft auf jeden Fall erstmal. So, jetzt gucken wir mal, wir hatten glaube ich hier glaube ich angefangen gehabt. Das heißt, hier die Stadt ist am Wachsen. Haben jetzt da allerdings ein Problem in Richtung unserer Gesundheitsversorgung. Warum eigentlich? Liegt das an der Wasserversorgung? Wasserverfügbarkeit? Das heißt, da müssen wir mal gucken. Ja, könnte knapp werden hier natürlich entsprechend. Wasseraufbereitungsanlage, ja. Ah, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser hinabfließen, damit das wieder schick wird, muss man sagen. Ne? Wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen was an Wasser hier ranbekommen. Also hier einfach noch mal was dazu bauen. Und damit dürfte die Wasseraufbereitung auf jeden Fall ein bisschen besser werden. Aber warum ist hier hinten so viele? Wieso haben wir denn da so viele? Weil es so knapp ist. Vielleicht, okay. Das kann natürlich durchaus sein. Das will ich gar nicht abstreiten, großartig. Wir könnten vielleicht mal eine kleine Klinik bauen, ein komplettes Krankenhaus. Ja. Ja, so eine kleine Klinik können wir, glaube ich, mal bauen, oder? So. Aber das bringt mir ja hier dann nichts. Bringt mir das denn da? Dafür dann nichts. Dann machen wir hier mal so eine kleine Klinik hin. Da freuen sie sich. Da freut man sich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. So, auf jeden Fall. Hatten wir hier gebaut? Wir brauchen auf jeden Fall... Oh, wir brauchen auf jeden Fall Industrie. Industrie brauchen wir. Das heißt, da hatten wir ja... Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch einen ziemlich dicken Stau, muss man sagen. Warum haben wir eigentlich den Stau da? Das verstehe ich gerade auch noch nicht so richtig. Wir könnten natürlich auch das Ganze so ein bisschen umbauen, sozusagen, diese Müllgeschichte hier. Also wir verlieren jetzt momentan irgendwie Einwohner, haben aber 1,5 Millionen, das ist erstmal okay. Das heißt, wir haben erstmal genügend Kohle, um da überhaupt was zu machen. Gerade Probleme. Ja, die wollen natürlich entsprechend einmal wollen natürlich nicht wechseln. Ja. Das ist natürlich Klärchenbärchen. Ja, sollen sie aber auch nicht. Ja, auch. Ja, die gehen halt alle dann natürlich dann irgendwie nach links. Wechseln dann auch hier nochmal rein. Aber solange es noch keinen großen Stau gibt, solange ist alles noch in Ordnung und alles noch im grünen Bereich. So, wo ich ein paar Probleme sehe. Wir haben jetzt hier natürlich entsprechend... Okay, die wollen jetzt alle hier entlang fahren, oder? Ganz aufgehoben gehabt? Wir da mal programmiert haben? Kann natürlich sein. Das heißt, hier ist momentan freie Fahrt voraus, sozusagen. Bin natürlich mit einer Tempobeschränkung natürlich das Ganze noch mal ein bisschen umgehen. Das heißt, wir hätten hier... So, wir haben jetzt hier nur... Okay, kann sein, dass das hier ein bisschen stockt, weil... Und wir ansonsten, wir können ja mal gucken, was der Verkehrsradar an sich halt überhaupt sagt. Wir haben hier eine kleine Engstelle. Aber ansonsten, das sieht aber alles noch einigermaßen in Ordnung aus. Nee, so eine super große Engstelle ist das jetzt eigentlich bisher noch nicht so. Nee, ist alles auf jeden Fall noch erträglich einigermaßen. Oh, denn hier so einen großen, der. Der eine, der führt damit rein. Ah, okay. Ah ja, na gut. So, dann müssen wir mal gucken. So, ich muss erstmal gucken, womit man anfangen kann jetzt in dieser Folge. Weil es gibt viele Sachen, die man auf jeden Fall bearbeiten kann. Aus.
Wir haben ja hier. Könnten einmal gucken. Ne, hier kann man noch gar nichts bauen weiter. Leider noch nicht mehr. Jetzt haben wir auf einmal wieder 5000 plus. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt auf einmal kommt. Oh, das ist manchmal auch etwas merkwürdig. Ja, gehen wir denn da einfach mit der Industrie noch einen Step weiter oder wie machen wir das? Ja, wir haben ja hier unsere lange Autobahn. Das heißt, das würde auf jeden Fall funktionieren, wenn wir da eine Straße hätten, die natürlich dort reinführen würde. Das heißt, was haben wir denn da für eine Autobahn? Wir haben da jetzt eine Dreier-Autobahn, haben wir da bisher gebaut. Bisher eine Dreier-Autobahn. Ja. Damit kann man, glaube ich, mal was anfangen, auf jeden Fall schon mal. Damit kann man anfangen. Leute, wir bauen jetzt erst einmal. Achso, nee, Quatsch, das hat keinen Sinn, was ich habe, sondern wir wollen ja einmal das hier. Zack. Zack, zack, zack. Ja, geil. Damit verlieren wir auch erstmal noch keine Kohle. Das heißt, wir entschlacken das Ganze sogar tatsächlich so. Was hier? Okay, also das heißt, wir hätten jetzt hier auf jeden Fall eine Vierer-Autobahn. Das sieht auf jeden Fall schon cool aus. Und dann kann man jetzt hier einfach so just for fun sagen, ja, okay, gut. Schön. Aber das muss man ja aber eigentlich auch gar nicht so richtig. Ich weiß es nicht. So, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal gucken. Sehr cool. So, das heißt, wir haben das hier auf jeden Fall schon mal festgelegt. Das heißt, die Autobahn ist auf jeden Fall schon mal relativ schnell damit auf jeden Fall auch entsprechend unter. So, wir haben jetzt auf jeden Fall, die Leute wollen ja natürlich alle auf diese große Autobahn halt natürlich drauf. Ne? Ist natürlich, das ist natürlich klar. Aber es gibt ja jetzt natürlich auch Leute, die meinetwegen, also die fahren jetzt hier längs, ne? Aber wir wollen ja auch meinetwegen, dass wir sagen können. Bedeutet, was ich ganz gerne hätte, wäre auf jeden Fall einmal. Kleiner Kreisverkehr. Ja, ein kleiner Kreisverkehr. Ja. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt einen Zweierkreisverkehr hier drin. Ja, das ist okay. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und was ich da vielleicht noch ganz gerne hätte, wäre dann entsprechend einmal eine Fire Lane sozusagen. Das heißt, wir fangen jetzt hier damit an und gehen wir nach unten. Wir gehen einmal nach unten, würde ich sagen. Gehen hier, bleiben hier die ganze Zeit nach unten. Bleiben hier auch erstmal nach unten. Versuchen jetzt wieder nach oben zu kommen. Geht tatsächlich. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir verlieren ganz, ganz wenig Stuff hier eigentlich. Leute, wir haben jetzt hier eine Kreuzung, die wir hier einmal erstellen. Das ist den Stuff. Jetzt hier den Stuff. Und könnte sein, dass wir hier ein bisschen Traffic haben, natürlich. Dann müsste man eigentlich, gut, da hätte man eigentlich die Autobahn kleiner machen. Aber eigentlich so vom Prinzip her ist das eigentlich recht klar. Wir müssen aber auf jeden Fall nochmal festlegen, dass das hier auf jeden Fall die Hauptstraße ist davon. Das heißt, wir haben jetzt hier unten so einen kleinen Kreisverkehr, der hier unten durchgeht. Ja, der einmal auf jeden Fall eine Autobahnverbindung. Und jetzt wollen wir einmal gucken, dass wir definitiv einmal sagen, können ja eigentlich das auch so lassen sogar. Finden. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier unseren Kreisverkehr, ne? Können wir meinetwegen hier noch sagen, okay, gut, der kann hier meinetwegen hier so längs gehen und hier so längs gehen und kommt dann hier mal rein, ne? Sodass wir da auch nochmal ein bisschen was an Industrie auf jeden Fall gewinnen. Könnte man jetzt hier zum Beispiel dann so sagen, zack, zack, zack. Alles ganz, ganz cool, ne? So, das heißt, wir hätten hier einen tollen Kreisverkehr. Den auch jetzt, der auch sogar tatsächlich sogar schon genutzt wird.
weil wir jetzt eine direkte Autobahnauffahrt haben. Und das würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen simulieren. Damit wir mal gucken, wie sich der Verkehr auf jeden Fall entwickelt. Weil jetzt doch mit Sicherheit der eine oder andere. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, ja, yeah, okay. Ah, ah. So, der eine oder andere sagt jetzt doch bestimmt hier mit Sicherheit. Ja, okay, gut, machen wir auch so. Und will dann entsprechend halt natürlich auch auf die Autobahn halt natürlich drauf fahren. Das ist natürlich, wie schon gesagt, wir haben ja jetzt hier eine echt lange Autobahn. Deshalb sind ja auch die Wege relativ kurz auf jeden Fall, ne? Also von dem her ist das auf jeden Fall eine coole Sache, denke ich, ne? So, wir hatten allerdings halt natürlich gesagt, dass wir auch, das heißt, eigentlich können wir ja diesen Kreisverkehr auch so machen oder so einstellen. Dass wir halt sagen. Warte, so hier. Das sieht zwar alles ein bisschen komisch aus. Oder hier sind zwei Kreuzungen relativ nah beieinander. Ah, nee, das machen wir lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. Das sieht rotze aus. Das wird nix. Dann lassen wir den Kreisverkehr entsprechend einmal so ganz normal und führen den einfach einmal hier rein an. Ja. So, das heißt, wir können jetzt einmal gucken, dass wir hier vielleicht meinetwegen auch nochmal eine Verbindung hier ganz einfach herstellen und können hier entsprechend einmal nochmal auf jeden Fall auch die Industrie nochmal wachsen lassen und können das auch meinetwegen den Kreisverkehr noch mit Industrie belegen. Hier da nochmal ein bisschen was machen. So, ja. Klick aus. Ja, das müssen wir auf jeden Fall dann nochmal gucken, wie wir das da bewerkstelligt bekommen. Aber ja, das ist, glaube ich, erstmal auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. So, das heißt, wir haben eine kleine weitere Nutzung. Das heißt, da sind auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge, die das auf jeden Fall nutzen, aber noch nicht so besonders viele. So, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall immer noch einen dicken, fetten Brennpunkt auf jeden Fall. So, und den kriegt man eigentlich dann wahrscheinlich auch nur durch einen dicken Kreisverkehr wahrscheinlich auch, ist schätze ich fast. Wenn man da wirklich mal was Vernünftiges machen möchte. Dann ansonsten natürlich nochmal gucken, wir haben jetzt 67% Verkehrsfluss, das bedeutet, die Autobahn ist auf jeden Fall ziemlich dicht, muss man definitiv erstmal so sagen. Das muss man wirklich so sagen. Autobahn ist recht dicht. Der Zugverkehr ist auch recht dicht. Und hier ist auch dicht. Sind viele Sachen auf jeden Fall dicht, muss man sagen. Na, das Kreuz ist noch nicht dicht. Das läuft noch auf jeden Fall, das Kreuz. Hier ist auf jeden Fall alles frisch eingestellt. Ich weiß aber auch gar nicht warum. So, weil er hier halt natürlich sagt, dass er auf alles auf dahin gehen soll. Ja, okay. Deswegen staut sich das jetzt hier natürlich entsprechend auch hier an. Wie sieht das jetzt hier aus? Wurde das jetzt mittlerweile so ein bisschen angenommen? Oh, doch, sind auf jeden Fall, also es fahren auf jeden Fall doch relativ viele LKWs hier. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Und auf jeden Fall allerdings wieder ein Müllpro. Passt schon. Aber hier ist auch noch irgendwie was nicht konfiguriert, ne? Ne? Fahren hier alle, wie sie wollen, irgendwie. Natürlich nicht so gut. Soll ja nicht so sein, auf jeden Fall. Geht es denn auf jeden Fall in Richtung Industriegebiet wieder zurück. Hier staut es sich natürlich massiv. Das muss man natürlich. Das ist ein massiver Stand. Das ist natürlich wirklich ein richtig krasser Rückstau.
Na, und das kannst du, ich weiß auch gar nicht, wie man das so vernünftig irgendwie bewältigen möchte, irgendwie. Das ist halt massiv, halt dieser Rückstau, ne? Das fängt da halt ganz einfach hier oben, beginnt es halt natürlich. Ja, das heißt, gut, der Stau ist jetzt halt natürlich irgendwie etwas zurückgegangen wieder. Das heißt aber, hier ist allerdings halt natürlich alles irgendwo in gewisser Art und Weise klar halt, ne? Aber gut, es ist wieder ein bisschen zurückgegangen, würde ich sagen. Ja. Also kleine Änderungen können halt doch am Ende halt. Ja. Wenn natürlich auch eine Autobahn nur für LKWs natürlich machen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Natürlich nur eine Spur für LKWs. Hm? Das wäre noch ein denkbares Szenario. Müsste man sich auf jeden Fall überlegen. Gut, wir haben ja jetzt hier momentan wirklich nur die Müllfahrzeuge. Acht. Ja genau, wir hatten hier gesagt, dass wir nur auf der rechten Seite sind nur Müllfahrzeuge. Bis irgendwo zu einem bestimmten Punkt halt. Ich bin mir gar nicht sicher, wie hatten wir das gemacht? Beschränkungen. Also hier vorne, ah okay. Vorne haben wir wieder alles erlaubt, hier ist aber alles nur Müllfahrzeuge. Und wenn wir jetzt hier meinetwegen sagen, okay, gut, wir wollen jetzt zum Beispiel ganz gerne einmal eine Autobahnabfahrt. Die dann zum Beispiel hier hinführt. Ja. Wäre doch theoretisch möglich, oder? Wäre das ein Szenario, was möglich wäre? Jetzt müssen wir dann natürlich mal gucken einmal. Das ist von dem Fahrzeug bestimmt. Okay. Haupt. Das, wenn ich jetzt hier meinetwegen sage, dass auf dieser Lane wirklich nur Müllfahrzeuge sind. Das heißt, man könnte jetzt hier auch nur noch entscheiden. Dem. Eine Lane wäre erst später meinetwegen möglich. So, dann würde ich mir allerdings die Müllfahrzeuge komplett verbauen. Das heißt, das macht gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay. Damit verbaue ich mir einige. Wobei doch. Nee, doch. Wenn die noch gerade ausfahren können, ist ja alles okay. Auf jeden Fall haben wir hier einen dicken Stau. Hier kann man auf jeden Fall schon. Stau, 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 Stau. Dicker, fetter Stau ist hier. Wie sieht denn das jetzt hier oben bei unserer Umgehungsstraße aus? Da ist jetzt mittlerweile endlich mal relativ viel geklärt. Das heißt, wir haben jetzt hier allerdings halt auch einen dicken Stau. Das heißt, hier kommen die Leute nicht richtig voran. Bis eh die Leute hier auf dieser Straße sind, dauert das Ewigkeiten. Warum ist es überhaupt? Also haben wir denn da keine Hauptstraße gemacht oder was ist da jetzt unser Problem? So, also das ist jetzt unsere Hauptstraße. Das ist ja auch erstmal okay. So, das heißt unsere Hauptstraße. Okay, dann könnte es wahrscheinlich daran gelegen. Hm? Unsere Hauptstraße jetzt. Ach so, weil die hier switchen. Okay, die switchen da rein. Okay, das war. So, weil die. Ah, okay, weil die Lane hier nochmal. Nehmen wir aber dann mal weg.
natürlich die Frage, wie sich es dann halt natürlich bergstellt. Aber wenn wir halt nur dieselbe Fahrzeugführung halt natürlich haben, dann ist der Verkehrsfluss wenigstens zumindest da halt. Ja, am Ende. Muss man auch sagen. Wollen halt zu viele Fahrzeuge, wollen halt natürlich am Ende einen Weg jetzt in der Mitte halt fahren. So, das macht das, was ich hier erstellt habe, macht halt irgendwie nicht so viel. So, das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, okay, gut, wir haben jetzt hier grün, wir haben jetzt hier blau. Und wir nehmen grün, nehmen wir auch meinetwegen nochmal weg und packen grün dahin. Packen blau einmal dahin. Und packen lila meinetwegen auch nochmal hier. Das heißt, wir hätten dann noch diese zwei Lanes über, um da irgendwas damit zu machen. Oder irgendwas damit anzufangen. Wir sehen, der Verkehr ist einfach mal weg. Also wirklich perfekt. Also so ist der Verkehr auf jeden Fall weg. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen laufenden Verkehr. Hier ist natürlich ein bisschen, ja, hier ist noch ein bisschen übel. Das heißt, da müssen wir natürlich nochmal gucken, dass man da einen Spurwechsel verbietet. Und hier geht es so langsam aber sicher auch voran. Ne? Wird auf jeden Fall wieder besser. Ne? So, da müssen wir definitiv allerdings beim Industriegebiet uns nochmal auf jeden Fall ein paar Lösungen einfallen lassen, weil so funktioniert das bisher noch nicht zu 100%. Aber das kommt alles nach und nach. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Budget. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall dann gleich mal ein bisschen was anstellen damit in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geben wir unser Geld auf jeden Fall mal ein bisschen aus. Bis zur nächsten Folge. Ciao.